Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu diesem weiteren Video und auf dem Kanal Russische Welt TV. Ja, morgen sind es genau 6 Monate seit Beginn der speziellen Militäroperation in der Ukraine. Viele Experten jetzt in Russland und im Westen werden jetzt ihre Analysen machen, Bilanz ziehen, und da möchte ich natürlich auch meine Sicht der Dinge einmal darlegen. Ja, und von mir aus könnt ihr das ruhig auch Krieg nennen. Also mir persönlich ist das völlig egal, wie ihr das nennt. Also ich kann es auch nennen, wie ich will. Ja, also ich habe das schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Es gibt hier jetzt niemanden, der mir irgendwie das Budget kürzen kann, wenn ich irgendwas Falsches sage. Und ich werde jetzt auch nicht traurig sein, wenn ich jetzt irgendwas sage und man mich deswegen nicht zu irgendeiner Talkshow einlädt, zu Solovjov oder zu Markus Lanz oder zu sonst irgendjemandem. Ja, das betrifft mich in dem Fall nicht. Ich finde allerdings den Begriff Spezialoperation in dem Sinne passend, weil Russland eben in der Ukraine seit 6 Monaten mit eingeschränkten Mitteln vorgeht, mit begrenzten Mitteln, nur ein Teil seiner Streitkräfte einsetzt, ein Teil seines militärischen Potenzials. Also wie Putin vor kurzem gesagt hatte, wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Also die Kriege auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, hatten doch meistens ein etwas größeres Ausmaß gehabt, als das, was wir jetzt von Russlands Seite in der Ukraine sehen. Allerdings, wenn man das Ganze jetzt wiederum im globalen Kontext betrachtet, wofür ich auch immer plädiere, dann kann man zumindest aus meiner Sicht durchaus von einem Krieg oder von einem globalen Konflikt sprechen, in dem Fall zwischen Russland und dem Westen, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Das habe ich auch schon öfters gesagt, also einmal auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der diplomatischen Ebene, auf militärischer Ebene natürlich, unter anderem auch auf der Ebene der Propaganda, des Informationskrieges und so weiter. Ja. Und in dem Fall ist dann die militärische Spezialoperation, der Krieg in der Ukraine, wie gesagt, ihr könnt das nennen, wie ihr wollt, eben ein Teil, eine Komponente dieses globalen Konfliktes. Und aus meiner Sicht ist auch genau das der Grund, also dass es wirklich sich um einen globalen Konflikt handelt, auch der Grund, weshalb Russland hier wirklich auch mit begrenzten Mitteln vorgeht. Weil wenn Russland, wie Putin das genannt hat, richtig anfangen würde, hätte das natürlich auch deutlich höhere wirtschaftliche Kosten für Russland, als es jetzt momentan der Fall ist. Und das würde natürlich auch für Russland dann die Lage an der wirtschaftlichen Front gefährden. Und dass die Lage eben an der wirtschaftlichen Front für Russland schlechter aussehen würde, als es eben jetzt der Fall ist. Und zwar genau die wirtschaftliche Front, wo sich Russland, sehr zum Ärger vieler Gegner Russlands, unerwartet gut schlägt. Ja, während viele, sicherlich auch in Russland und dem Westen, vielleicht jetzt an der militärischen Front, bei der militärischen Komponente mehr erwartet hätten von Russland, steckt Russland an der wirtschaftlichen Front die Sanktionen verhältnismäßig gut weg. Ja, also natürlich richten die Sanktionen gewisse Schäden an, gar keine Frage. Aber bei Weitem haben die nicht das Ausmaß, welches uns verschiedene westliche hohe Politiker noch vor einigen Monaten prophezeit haben. Und genau das, dass Russlands Wirtschaft momentan noch standhält, ist wirklich auch ein sehr wichtiger Faktor jetzt in diesem globalen Konflikt, auch bei der militärischen Komponente, denn es ermöglicht für Russland, dass Russland sich an der Front, an der militärischen Front, nicht zwangsläufig beeilen muss und auf Zeit spielen kann. Also Russland kann das Ganze theoretisch, wenn man so möchte, auch 10 Jahre laufen lassen. Ja, somit hat Russland also neben dem Faktor der Überlegenheit, was die Militärtechnik angeht, also zumindest in der Quantität, woran übrigens auch die gelieferten Wunderwaffeln nichts großartig ändern können, wie wir jetzt sehen, hat Russland jetzt neben eben dieser militärischen Überlegenheit im Bereich der Militärtechnik noch einen zweiten Trumpf auf dem Schlachtfeld, nämlich den Faktor Zeit. Das heißt also, Russland kann sich in dem Fall Zeit lassen, eben Stück für Stück, Meter für Meter langsam vorrücken und die eigenen Verluste auch auf diese Weise gering halten. Ja, also selbst wenn man jetzt in dem Fall die ukrainischen Zahlen nimmt, die ja höchstwahrscheinlich mit der Realität ziemlich wenig zu tun haben, selbst wenn man die nimmt, sind die Verluste Russlands in der letzten Zeit kaum angestiegen. Ja. Bei der Gegenseite allerdings, also wenn wir jetzt das Kiewer Regime nehmen und den Westen, da sieht das mit dem Faktor Zeit
in dem Fall nicht ganz so gut aus. Denn es ist ja nun mal Fakt, dass sich die Energiekrise und die Inflation unter anderem und alles, was damit auch einhergeht in Europa, immer weiter zuspitzt mit der Zeit. Ja, und der Westen muss auf diese Weise nicht nur sich selbst finanzieren und über Wasser halten, sondern eben auch das Kiewer Regime. Ja, damit überhaupt dort der Staat in irgendeiner Form weiter funktionieren kann, um überhaupt das alles da aufrechtzuerhalten, um, weiß nicht, Beamten die Gehälter zu zahlen etc. Ja, weil die haben jetzt keine großartigen Einnahmen mehr. Ja. Und auch das, also das Kiewer Regime durchzufüttern, wird mit der Zeit immer teuer. Und der nächste Winter kommt bestimmt. Und im Winter kommt meistens auch der General Frost, wie man ihn in Russland nennt, der im Laufe der Geschichte schon öfters die Dinge in den entscheidenden Momenten zugunsten Russlands geregelt hat. Also zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, ist aus meiner Sicht in diesem Konflikt die Zeit der entscheidende Faktor. Es ist nicht entscheidend, wer jetzt gerade irgendwie Charkow kontrolliert oder Dniepropetrovsk oder Nikolajew, sondern es geht darum, wer am Ende länger durchhalten kann. Und genau da sieht es für Russland in der Perspektive deutlich besser aus als für die andere Seite, für den Westen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.